ÖBB 1116 Fahrgasteinführung. In diesem Trainingsmodul werden Sie lernen, wie man die ÖBB 1116 Elektrolokomotive fährt, die zur Siemens Eurosprinter-Lokomotivreihe gehört. Sagen wir ja 1116. Steigen Sie an Bord der Lokomotive. Das mache ich mit Vergnügen. Begrüße ich allerdings vorher einmal hier zum Tutorial, wie man die Baureihe 1116 fährt. Zusammen hier mit den Intercity-Wagen, die wir hier hinten dran gepappt haben, sind hier auf dem Trainingsgelände unterwegs und fahren mal das Einführungsmodul und schauen, wie wir den Zug zum Laufen bekommen. Gestern kamen schon die ersten beiden Videos zur Strecke. Da habt ihr das natürlich auch schon dann im Fahrgastbetrieb gesehen, im laufenden Betrieb. Aber jetzt hier nochmal das Tutorial, wie man die Lok von vorne aufrüstet. Wir steigen ein in unsere wundervolle Lok, schauen uns sie allerdings vorher nochmal an, von außen. 3D-Modell bekannt. Ich denke mal, das ist das gleiche 3D-Modell, das wir bereits haben in-game. Aber das sah ja schon immer ziemlich gut aus eigentlich. Ja, wir haben hier natürlich die ganzen Anschriften und Sticker an der Seite. Federspeicherbremse, die Bremsgewichte, ÖBB Produktion GmbH. Das ist ungarisch, kann das sein? Sieht ein bisschen danach aus. So, was haben wir hier? Assembled by ÖBB, technische Services. Zulassung für Deutschland und Österreich. Schleppgeschwindigkeit von 230. Ja, hervorragend. 1116-170-2 und hinten dran die Intercity-Wagen mit TB0 und ÖBB TBS als Türsteuerung. Auf 200 km zugelassen, in Wien beheimatet. Sehr, sehr schön. Dann würde ich sagen, wir gehen einmal ganz kurz hier durch den Wagen nochmal durch und dann zurück zur Lok. Einmal hier hinaufgestiegen. Türen schließen wir. Genau. Sehr schön. Wir werden auch nochmal irgendwann eine Fahrgastmitfahrt machen, tatsächlich, über die Semmeringbahn, aber das mal in, ja, für die Zukunft. Können das natürlich auch in die Wagen setzen. Auch das haben wir bereits schon ausprobiert, aber ich mache es gerne nochmal. Ne? Also so viel dazu. Und was ich besonders cool finde, ist, dass wir hier dieses Panel bedienen können. Unter anderem hier die Zuglichter, die Wagenbeleuchtung ein- und ausschalten können. Ist jetzt natürlich, glaube ich, noch nicht an, weil in der Lok noch nicht die Wagenbeleuchtung eingeschaltet wurde. Oder man sieht es einfach nur nicht, weil es hell draußen ist. Das kann sein. So, wir steigen wieder aus. Hier einmal unsere Lok. Und Türen zu. So, und einmal rein in die Kiste. Setzen Sie sich auf den Lokführersitz. Das machen wir mit Vergnügen. Und einmal hinsetzen. Fahrtrichtungswende einmal rein und in die Stellen Sie Vorwärtsstellung. den Richtungsschalter auf Vorwärts. Ja. Die Zugspitzensignale müssen eingeschaltet werden, um anzuzeigen, dass dieser Zug betriebsbereit ist. Das machen wir hier und stellen einmal den Schalter nach links auf Spitzensignale. Sie werden den Zug in dieser Einführung über eine kurze Distanz fahren und den Fahrgastbetrieb durchführen. Ja. Dann einmal die Fahrgasttüren. Genau, können wir hiermit entweder öffnen und schließen oder wir machen es einfach mit der Tastatur. Lösen Sie die Bremsen und bereiten Sie sich auf die Abfahrt vom Bahnhof. So, wir ziehen aber nochmal die Lokbremse Benutzen an. Sie den Fahrschalter, um die Leistung etwas zu erhöhen und loszufahren. Ja, die Türen sollten wir allerdings vorher noch schließen. Und wir können uns auf jeden Fall mal die Displays hier ein bisschen heller stellen. Das können wir hier machen. Und auch hier, das müsste dann hier der Taster sein. Ja, genau, tagsüber, damit wir auch ein bisschen was sehen können. Hervorragend. PZB können wir uns anmachen, machen wir jetzt aber nicht, weil wir eh keine Signalisierung hier auf der Strecke haben. Von daher ist es jetzt an dieser Stelle egal. Die AFB können wir auch anmachen. Und zwar, indem wir hier den Schalter umstellen. Die Zugart können wir hier umstellen. PZB-Modus O ist allerdings an dieser Stelle passend. Scheibenwischer und so können wir auch umstellen. Wer die PZB und die LZB anmachen möchte, der muss einmal. Bitte entschuldigt. Der muss einmal
hier rein in den Maschinenraum und kann dann hier die PZB und die LZB anschalten. Genau. Ja. AFB können wir dann hier mal auf die 40 stellen. Und dann einmal noch den Spitzensignal-Hauptschalter auf 1. Dann sind nämlich die Lichter auch an. In Österreich würden wir dann tatsächlich auch mit den Fernlichtern fahren. Machen wir jetzt aber nicht, weil wir sind ja hier in Wegberg-Wildenrath. Zumindest ist der Streckenplan darauf ausgelegt und das ist ja bekannterweise in Deutschland. Dann können wir auch noch zusätzlich, und das finde ich auch ganz cool, hier in diese Funktionen reingehen und beispielsweise hier die E-Bremserhöhung aktivieren. Bestätigen wir mit E. Den Nachschiebebetrieb, okay, das lässt sich nicht umstellen. Railjet-Betrieb lässt sich auch nicht umstellen. Waschfahrt auch nicht. Ja, das jetzt auch nicht. Oberstrom auch nicht. Aber genau, die E-Bremserhöhung, das können wir auf jeden Fall umstellen. Und wenn wir hier auf diesem Display auf Enter drücken, können wir tatsächlich das System umschalten. Können also wechseln von DB von ÖBB zum Beispiel auf DB. Im Bereich der DB-AG ist die Bestätigung des Außenspiegels, die Betätigung des Außenspiegels nur bei einer Geschwindigkeit von weniger als 5 km/h freigegeben. Okay, danke dafür. Können hier auf MAV, das ist Ungarn, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ich werde es später selbst googeln, falls ich falsch liege. ZSR-AG ist die Nachbremswirkung immer unwirksam. Okay, also es ist die Nachbremsunwirkung. ZSR weiß ich gar nicht, ehrlicherweise, welche Eisenbahngesellschaft das ist. Das ist die SBB, ne? Schweiz. Und das ist, glaube ich, Slowenien, aber da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Wir übernehmen mal die DB. So, Zugsicherung sehen wir hier, LZB, PZB. Stromabnehmer ist hier der mit der 1950 mm Weite ausgewählt. Zielsicherung ist DB, Stromabnehmer ist der DB, ÖBB, Stromabnehmer, Zugsicherung, LZB, PZB, Zugheizung bei 1000 Volt. Ja, können wir hier noch jetzt dann was umstellen? Ja, genau, bestätigen wir das Ganze noch. Dann sind wir jetzt hier in der DB. Stromabnehmer mussten wir, glaube ich, dafür nicht senken. Wir müssen jetzt aber den Hauptschalter nochmal einwerfen. Genau, das passt dann soweit. Dann lösen wir die Lokbremse und schalten Leistung auf. Ja, wir haben gerade mal 3-4 Wagen hinten dran, das ist natürlich nichts. Ja, 3 Wagen für so einen Taurus ist ein absoluter Klacks. So, AFB können wir auch direkt, können wir im Grunde genommen hochstellen auf die 200. Ihr werdet auch sehen, also das Ding geht ab wie die Luzi. Das wird sehr, sehr schnell passieren, dass wir auf die 100 km/h kommen. Wir können sogar auf jeden Fall auch schneller fahren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so schlau ist hier auf dem Testgelände, wie schnell man hier fahren darf. Wobei andererseits ist die 300 freigegeben. Von daher können wir theoretisch auch mal auf die 200 hoch. Um mit dem Ausrollen zu beginnen, stellen Sie den Fahrschalter in die Ausposition. Das Ausrollen ist eine Methode, die eingesetzt wird, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Motorbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten. Mhm. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Begrenzung zu überschreiten, ziehen Sie die Bremse ein wenig an, indem Sie die Bremsen in den Bremsbereich bewegen. Ja. Und jetzt fahren wir erstmal. ÖBB 1116 1116 werden als Taurus bezeichnet, die lateinische Bezeichnung für Stier. Mhm. Dieser Name kennzeichnet die ÖBB-Lokomotive dieser Reihe und ist ein eingetragenes Markenzeichen des Unternehmens. Sie ist mit der BR 182 in Deutschland verwandt.
Genau, allerdings nicht komplett baugleich. Die ÖBB erwarb 282 Lokomotiven der Baureihe 1116 aus einer im Jahr 1996 veröffentlichten Ausschreibung für den Betrieb auf ihrem Netz. Was, so alt schon? Die Zulassung für die 1116 wurde im Jahr 2001 erteilt. Sie ist die schnellste Elektrolokomotive der Welt und stellte 2006 mit 357 km/h, 221 Meilen pro Stunde, den Weltrekord für konventionelle Elektrolokomotiven auf. Das ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn, diese Geschwindigkeiten. Die ÖBB 1116 wurde zwischen 1999 und 2006 von Siemens produziert. Siemens hatte im Rahmen einer Ausschreibung den Zuschlag für den Bau und die Lieferung der Lokomotiven an die ÖBB erhalten. Sie sind intern als ES-64U2 bekannt und berühmt für ihre musikalischen Töne, wenn sie losfahren. Die amerikanische Lokomotive ACS-64 ist ebenfalls ein Abkömmling der Eurosprinter-Familie. Genau. Und die ACS-64 haben wir ja sogar in-game. Sagen, wir machen einmal ein kleines Foto an dieser Stelle und ja, verewigen da natürlich unsere Fahrt als Thumbnail dann entsprechend. Ich würde sagen, das ist ein schönes Foto, ne, mit dem Berg im Hintergrund. Das gefällt mir. So. Ja, beinahe. Bisschen mehr so. Ja, perfekt. So, ja, wir sind jetzt auf Höchstgeschwindigkeit 200 km/h. Das ist die Maximalgeschwindigkeit, die wir mit den Wagen fahren dürfen. Die Lok kann theoretisch noch 30 km/h oben drauflegen. Und wir können jetzt aber mal reinbremsen und schauen, ob wir das schaffen. 1,4 Kilometer Luftlinie bis Bahnhof 1. Jetzt sogar 1,5 Kilometer Luftlinie. Ja, das ist absolut machbar, würde ich behaupten. Wisst ihr, was ich mich auch frage? Klappt es, dass wir die anderen Stromsysteme einstellen? Und welcher Stromabnehmer geht dann hoch? Das probieren wir auch gleich mal aus. Ich würde sagen, jetzt, da wir hier im Testgelände sind, warum nicht? Na, wir haben ein bisschen sehr früh runtergebremst. Das ist aber ein bisschen schwer abzusehen, weil wir hier immer so ein bisschen im Kreis fahren, wie viele Kilometer wir tatsächlich vom Bahnsteig entfernt sind, weil die Geschwindigkeit hier oben links ist halt immer die Luftlinie. Also der kürzeste Weg, aber den fahren wir ja nicht auf der Strecke. So, jetzt können wir aber auf jeden Fall runterbremsen. Sie nähern sich dem nächsten Bahnhof. Wenden Sie ein wenig Bremskraft an, indem Sie die Bremsen in den Bremsbereich bewegen. Machen wir. Schauen, dass wir mit 60 am Bahnsteig anfangen sind. Dann werden wir die E-Bremse komplett reinhauen. Jawohl. Und den Rest machen wir dann mit der Luftdruckbremse. Aber die E-Bremse macht das schon sehr, sehr, sehr gut. Türfreigabe. Wir haben ja auch die E-Bremserhöhung. Türfreigabe. So, können wir jetzt auslösen. Und. Gute Arbeit. Der Zug ist sicher zum Stehen gekommen. Sie können jetzt die Türen öffnen. Ja, bevor wir das allerdings machen, werden wir erstmal jetzt andere Dinge ausprobieren, denn wenn wir die Türen aufmachen, endet das Szenario. Wir machen mal Folgendes. Wir nehmen den Hauptschalter raus und senken den Stromabnehmer. Der hintere Stromabnehmer sinkt jetzt. Das ist der DB-ÖBB-Stromabnehmer. Dann geben wir hier mal wieder in die Systemeinstellung rein und stellen mal hier auf die MAV. Haben dann hier ja EVM. Wird natürlich nicht mitgeliefert, das Sicherungssystem. Stromabnehmer MAV, Zugsicherung EVM, Zugheizung 1000 Volt. So, jetzt haben wir das entsprechende Stromsystem umgestellt. Dann
Was passiert, wenn wir den Stromabnehmer heben? Der hintere geht wieder hoch. Mhm. Und Hauptschalter funktioniert nicht. Okay, aber das passt ja auch, ja, ne, gut, da ist jetzt die Lok verwirrt. Das passt nicht zu dem Stromsystem, das wir eingestellt haben. Dann Stromabnehmer wieder runter. So. Dann stellen wir ZSR ein. Bestätigen, haben wir den 1600 mm Stromabnehmer. Mit Mirel-Zugsicherungssystem, Stromabnehmer hoch. Auch der hintere. Okay. Hauptschalter schließen, passiert nichts. Ja, Lok ist wieder verwirrt. Was haben wir da für ein Stromsystem? Das passt nicht zu dem, was eingestellt ist. So, dann einmal hier wieder rein. Das können wir noch ausprobieren, wie das Ganze sich in der Schweiz verhält. SBB Stromabnehmer, Stromabnehmer DB, ÖBB, okay, interessant. Bestätigen. Schließen. Achso, ja, Stromabnehmer heben natürlich. Auch der hintere. Aha, das hat geklappt. Das ist interessant. Das werden wir gleich noch auf Lucien Sursi ausprobieren. Und jetzt einmal hier noch eingestellt auf RB. Bestätigen. Stromabnehmer heben. Okay, das klappt auch nicht. Okay. Ja, interessant. Interessant. Dann würde ich sagen, würde ich Folgendes sagen. Wir geben jetzt hier noch die Türen frei. Und ich mache dann jetzt einen kleinen Schnitt und wir sehen uns jetzt gleich mal auf Lucien Sursi wieder und probieren dann noch ganz kurz, ob wir, alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen, ob wir die Lok dort auch fahren können. So, da sind wir auch schon in der Schweiz, hier in Luzern. Wir gehen mal in den Freedom-Modus rein und erzeugen ein Fahrzeug, nämlich die ÖBB 1116. Ah, interessant, die Personenwagen können wir auch einzeln erzeugen. Ja, okay. Machen das ruhig mal mit drei BMZ-Wagen. So. Dann steigen wir mal ein. So. Fahrtrichtungswender rein und in die Vorwärtsstellung. Störung. Okay, dann gehen wir einmal hier beziehungsweise Hauptschalter raus und Stromabnehmer senken. Dann gehen wir hier mal ins Stromsystem rein und stellen mal auf die Schweiz um. Bestätigen das Ganze. Wobei, können wir nicht. Hier den Stromabnehmer. Da ist Stromabnehmer. Ja, da können wir nichts umstellen. Können wir sonst hier eigentlich irgendwo den Pantographen umstellen? Die Pantographen-Vorauswahl? Nee, ne, das wird dann, glaube ich, automatisch gemacht. Denn ich habe hier bisher nichts gesehen. Und ich glaube, hier ist auch nichts, was wir umstellen können. Nee. Das wird wohl automatisch gemacht. Dann probieren wir es einfach mal aus und schauen, was passiert. Was ist das? So, okay. Genau, das bestätigen wir dann jetzt einfach. Heben den Stromabnehmer. Mhm. Schließen den Hauptschalter. Es scheint zu funktionieren, obwohl die Lok tatsächlich eigentlich keine Schweizer Zulassung hat, witzigerweise. Und wenn wir jetzt fahren, stellt sich die Frage, ob der jetzt dann auch noch Leistung aufschaltet. Aber wir probieren es aus. Bremsen werden noch gelöst. Jawohl, es funktioniert. Hervorragend. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei.
Und viel Spaß mit der Strecke, die heute released auf allen Plattformen. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe. Macht's gut. Ciao, ciao.